Ich grüße euch zu Wo ist Hola at Home? Mein Name ist Dalibor Markovic und ich gewöhne mich langsam eher mit Kameras zu reden als mit Menschen. Ich hatte letzte Woche einen Auftritt in Heidelberg, wurde auch nur abgefilmt ohne Publikum und ich muss sagen, ich habe noch nie so aufmerksame Zuschauer gehabt wie an dem Tag. Ja, niemand hat gehustet, niemand ist auf Toilette gegangen, niemand hat gemurmelt nach einem Satz so von wegen, das hat er doch nicht ernst gemeint. Ich konnte quasi konzentriert durch meinen Text hindurch performen und habe aber am Ende keinen Applaus bekommen. Also man muss das dann immer irgendwie abwägen. Man müsste applaudierende Kameras erfinden, also die einfach so Applaus von sich geben, wenn der Text vorbei ist. Das fände ich gut. Ich merke aber dadurch, dass es diese Pandemie auch ihre Vorteile hat. Einer der Riesenvorteile der Pandemie ist, dass unser Poetry Slam aufgenommen wird und wir ein Glücksrad haben. Ja? Also das ist ja, ich bin jedes Mal so glücklich, wenn ich dieses Glücksrad sehe, denn es ist bestückt mit den Poeten und Poetinnen, die wir hören werden und sehen werden, die ihre Videos zu Hause aufgenommen haben und uns zugeschickt haben. Wir brauchen aber die richtige Reihenfolge, in der wir diese Videos abspielen werden. Die ermitteln wir durch unser phänomenales Glücksrad. Es ist aber auch bestückt mit Burr. Das bedeutet so viel wie, Dalibor, hast du nicht gut gedreht, musst du nochmal machen. Aber ansonsten bestückt mit den Namen Meral Ziegler aus Hamburg, Aaron Boks aus Berlin und Samuel Kramer hier aus der Gegend aus Offenbach. Ich werde gleich an das Glücksrad steppen und es drehen und wir werden die erste Poetin ermitteln. Ich wünsche euch viel Vergnügen. Ich würde sagen, das ist eindeutig Meral Ziegler, mit der wir beginnen werden. Aus Hamburg. Ihre Texte sind eine Mischung aus Joker und Fähnlein Fieselschweif. Viel Vergnügen mit der Poetin, die Meral Ziegler heißt. Hi, mein Name ist Meral und ich darf für diesen Kanal ein Gedicht einsprechen und freue mich sehr darüber. Und mein Gedicht trägt den Titel, was ich meine, wenn ich sage, dass ich eine dünne Haut habe. Meine dünne Haut ist fließend, wie das Schimmern einer eingelegten Kalamata zwischen meinen Fingern, auf meinen Kuppen, in meinem Mund und ihr Geschmack, der ist wie ich. Meine dünne Haut ist vielschichtig, wie von der Zeit abgelagerte Gesteinsschichten, wie der Schlick in den Flüssen, wie Backstein, der Gemäuer hält, wie unentwirrbares Gestrüpp, wie das Holz, das jetzt Rahmen ist, der ein Bildnis ummantelt. Meine dünne Haut ist eindrucksvoll, wie der erste Schnee, der alles bedeckt, der Windschutzscheiben ihren Sinn nimmt, der die Erde verschwinden lässt, der dem Boden eine neue Bedeutung gibt. Meine dünne Haut ist flüchtig. Wie das nebenbei gebaute Kartenhaus am Bartresen ist eine Böe in engen Straßenschächten, ist eine mit Bleistift gezeichnete Linie. Meine dünne Haut ist sporadisch, wie der Witz, der keiner sein sollte, wie die Komik einer tragischen Geschichte, wie der Besuch einer alten Bekannten, der sich nie wieder wiederholen wird. Meine dünne Haut ist vergänglich. Wie das gesprochene Wort, die verpasste Chance, die vergessene Erinnerung. Meine dünne Haut ist extravagant. Wie das Kleid mit dem Ausschnitt und Strass, denn was will uns das sagen? Was ist denn die Intention hinter dem Stoff und den Stellen, wo keiner ist? Wahrscheinlich nicht bloß zu sein. Meine dünne Haut ist charmant. Wie die Schleife im Haar so anständig, wie die Grübchen des Lächelns so sexy, wie ein kluger Satz so kultiviert. Meine dünne Haut ist verblüffend, wie ein Lachen im unpassenden Moment, wie verschlagene Sprache nach gestolperten Sätzen, wie etwas Neuentdecktes, das da schon immer war. Meine dünne Haut ist schwarz, wie der Schatten unter den Wipfeln unergründlich und dicht. Meine dünne Haut ist braun,
Wie das Fell eines Rehkitz, weich und struppig, je nachdem, wo du es streichelst. Meine dünne Haut ist weiß. Wie das teure Porzellan, das billige, das aus dem Antiquariat. Zerbrechlich bei Unachtsamkeit und schön bei näherer Betrachtung. Was ich meine, wenn ich sage, dass ich eine dünne Haut habe. Da sind Adern und Blut. Da ist ein Mantel, den man mit meinem Namen anspricht. Meine dünne Haut ist eine Projektionsfläche. Ist ein farbloses Bild, das jeder auszumalen versucht, der es anschaut. Meine dünne Haut ist niemals nur eine Haut. Dankeschön. Das war Meral Ziegler mit ihrem Text für euch aus Hamburg. Wir ermitteln, wer als nächstes drankommen wird. Ich würde sagen, das ist eindeutig Samuel Kramer aus Offenbach. Er schreibt seine Texte so lässig, man könnte glauben, dass er mit der anderen Hand gerade in einen Shawarma beißt. Viel Spaß mit dem Poeten, der Samuel Kramer heißt. Ja, hi, Hola at home. Mir wurde gesagt, ich soll einfach, obwohl es ein Video ist, trotzdem eine Anmoderation machen. Habe ich keinen Bock drauf. Jetzt kommt mein Text. Ich habe ein Gedicht geschrieben und das hat keinen Titel und es geht so. Schnickschnack, Klimbim, Killefitti, Plunder, Kitsch, Quatsch, Nippes, Tinef, winziges Spielzeug, das von einer gelben Plastikschale umgeben, welche mit Kuhmilchschokolade umhüllt, die mit bunt bedruckter Alufolie eingepackt Teile von Dingen, von denen ich nicht weiß, wo sie sind und auch als sie noch da waren, nicht wusste, was ich damit anfangen soll, die mikroskopische Hand einer Lego-Figur, Büroklammern, vertrocknete Knete, ein zerbrochener Krug, Kabel. Unmengen an Kabeln und eben solche Unmengen an Adaptern, um diese Kabel mit Endgeräten zu verbinden, stehen überall rum, stehen im Weg. Werbegeschenkte Kulis, Zestenreißer, ein Satz Winterreifen, 15 Messer, inklusive ein Tomatenmesser, davon 12 stumpf oder sehr stumpf. Ich habe zu viele Dinge in meinem Kopf, zu viele Dinge auf meinem Tisch, zu viele Dinge in meinem Schrank, zu viele Dinge unter meinem Bett, zu viele Dinge, auf denen Dinge stehen können, zu viele Dinge, unter denen Dinge stehen können. Ich habe zu viele Dinge, an denen Dinge hängen, zu viele Dinge, an denen ich nicht hängen. Ich habe zu viele Dinge in meinem Haushalt, zu viele Dinge, die mir gar nicht mehr auffallen, zu viele Dinge, an die einfach nur Staub fangen. Ich habe Dinge für Dinge und Dinge für Dinge für Dinge für Dinge. Hat der Kandidat zu viele Dinge? A, ja, B, ja, C, ja, D, ja, ding, 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 ding. Und wenn du es kaufst, mit leuchtenden Augen, bist du schon im Kreislauf gefangen, denn hast du die Garantie erstmal verloren, fliegt dir das Ding garantiert um die Ohren und es bricht und es reißt und es fängt an zu brennen und du siehst es und du schreist und du fängst an zu flennen und dann rennst du in den Laden und sagst ja zum System, weil, ja warum eigentlich? Listen and repeat. Das Problem ist nicht, dass ich so viele Dinge kaufe. Das Problem ist nicht, dass wir so viele Dinge geschenkt bekommen. Das Problem ist nicht, dass diese Dinge so billig sind. Das Problem ist nicht, dass diese Dinge aus Plastik sind. Das Problem ist, das Problem ist, das Problem ist das System. Ich habe genug. Ich habe genug von Texten, die mir sagen, wie ich mein Leben zu leben habe. Ich habe genug von Leuten, die mir nicht zuhören, wenn ich ihnen sage, wie sie ihr Leben zu leben haben. Ich habe genug von Menschen, die nicht genug zum Leben haben. Ich habe genug. Ich habe genug. Ich habe mehr als genug. Danke fürs Zuhören. Das war Samuel Kramer mit seinem Text aus Offenbach für euch. Und wir ermitteln, ob, wann und wie wir den letzten Text von Aaron Buchs hören werden. Ich finde, das reicht eindeutig. Damit Aaron Buchs uns auch seinen Text vorlesen darf aus Berlin. Seine Texte sind ein Bellen, mit denen er sich von den Ketten der Vergangenheit losbeißt. Viel Freude mit dem Poeten, der Aaron Buchs heißt. Eine kurze Version meines Gedichts, ich fühl's nicht, echt nicht. Wenn Susanne Daubner in der Tagesschau meint, dass alles Gesagte auf Studien beruht, ja dann fühlst du's. Wenn dir jemand sagt, dass du nur durchhalten musst, redet von Ebbe und Flut, ja, dann fühlst du's. Wenn Wärme verarztet, was Wut vorher wundschlug, dann fühlst du's. Wenn jemand da ist, der dir gut tut,
dann fühlst du es. Doch wenn dich dann jemand fragt, warum es zwischen euch so eigenartig ist, wie es ist, und du sagst, nee, ich fühle es halt nicht, dann führt das zu Problemen. Gemeinsam, schweigsam, Tagesstruktur aufbauend, Decke starren, Kaulquappen spielend auf zu engem Raum, das Aushalten ausfallender Umarmungen, die Akzeptanz im Zweifelsfall zu verwahrlosen, Filme ansehen, Wut anstauen, statt drüber zu reden, das Ganze nochmal im Original anschauen, das Tschüss, dann durch, Erfolg auf ImmoScout24. Es war schön, man verstand sich. Und wenn dann das ganze Gewicht der Welt oder zumindest das des IKEA-Regals 20 Festpreis, ich hol's auch direkt ab, auf deinen Schultern sitzt, du aber alleine tragen musst, weil du kein Auto hast und deine Freunde alle zuerst mit ihr befreundet waren und du dann Einzelteile zu Hause auf den Boden kippst und dir einfällt, dass du keine Möbel aus diesem IKEA-Regal besitzt und dass das dein aktuelles Leben ziemlich gut beschreibt und die Gebrauchsanweisung bei Dennis, der sich nicht mehr meldet, zu Hause ist, ja dann fühlst du es halt nicht. Doch wenn du abgelenkt bist, du vorm Schreibtisch sitzt, dir einredet, dass eigentlich sonst alles wie immer und überhaupt super mega ist, du im Takt der Musik vor deinem Laptop nickst, du ein zaghaftes Wuhu an den Stream-DJ schickst und der einfach nicht von seinem Mischpult blickt, ja dann fühlst du es halt nicht. Und eigentlich, in Anbetracht der Ereignisse merkwürdig, so viel Zeit und jetzt kein einziges Gefühl mehr in Sicht, das klare Fazit verwischt, zu spät, bleibt die Statistik, die Umbenennung der Tage zur Erinnerung zu dem, was gut war. Fällt einem da nichts ein, ist das sehr schade, aber es, um es mit den Worten meines nun fast familiär vertrauten Späti-Besitzers zu sagen, Aaron, ich sag mal so, am Ende zwar richtig scheißen hier laufen gewesen, ich meine so richtig scheiße hier laufen gewesen, aber immerhin, nee, so richtig scheiße hier laufen gewesen. Aber wenn dann doch wer alleine denkt, dass er ohne den anderen aufgeschmissen ist, weil alles schmerzte und sticht, dann zeigt sich, dass nicht für immer ist. Aber wenn dann irgendwann schon das Atmen des anderen wieder aggressive Gedanken mitschickt, dann zeigt sich, dass für alle ein einfaches Ich fühl's halt nicht vielleicht mal das Beste ist. Das war Aaron Boogs aus Berlin mit einem Text für euch, den er zu Hause aufgenommen hat. Damit sind wir auch am Ende von Wo ist Hola at Home? Ich hoffe, ihr hattet Vergnügen dabei, den anderen bei ihren Texten zuzuhören. Schreibt doch einfach in die Kommentarfunktion, welcher Text euch am besten gefallen hat. Oder noch besser, schreibt einen eigenen Text, nehmt ihn auf und schickt ihn uns zu. Und vielleicht seid ihr dabei bei der nächsten Ausgabe von Wo ist Hola at Home? Bis dahin, bleibt gesund und wir sehen uns bald wieder.